Ich habe einen Geheimtipp für euch. Geht auf Wikisana. Wenn ihr mehr über Ganzheitsmedizin erfahren wollt, dann macht das. Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute eine ganz besondere diplomierte Ernährungsberaterin bei mir, Sibylle Binder. Sie hat ein unglaubliches Fachwissen aus verschiedenen naturheilkundlichen, Ernährungsformen. Allerdings, was die Pille für eine Rolle in unserem Körper spielt, was da für Nährstoff- und Stoffwechselentgleisungen entstehen können und wie wir die vielleicht auch auffangen können, das besprechen wir heute. Bleiben Sie dran. Hallo, liebe Sibylle, schön, dass du da bist. Hallo Corinna, danke für die Einladung. Ja, ich habe schon in unserem Vorgespräch es so genossen, diesen unglaublichen ganzheitlichen Blick, einfach auch dieses Thema. Du hast ja unglaublich viel Fortbildungen auch noch außerhalb des Studiums gemacht, ob Ayurveda, TCM, Makrobiotik und immer wieder auf der Suche nach noch mehr ganzheitlichem Zusammenhängen zu erkennen. Und heute würde ich gerne mit dir über dieses Thema Pille sprechen, weil da hören wir ja doch, sag ich mal, aus dem schulmedizinischen Bereich, ist kein Problem, nimm das einfach, da hast keine Pickel mehr und Übergewicht kann davon nicht entstehen. Und diese Entgleisung, was da einfach auf verschiedenen Ebenen auch in unserem Frauenkörper passiert, dass wir da heute mal so einen Einblick finden, das würde mich sehr freuen. Machen wir gerne. Super. Danke. Jetzt deine Erfahrung zur Pille generell, weil so die letzten Jahre, Jahrzehnte. Was ist da eigentlich passiert mit uns? Ich glaube, die Pille war ja eine große Befreiung so für uns Frauen. Eben, wir konnten die Pille nehmen, wir konnten selber oder können selber entscheiden, wann wir Kinder haben möchten und wann nicht. Und es ist natürlich immer wieder so, dass uns gesagt wird, dass es diesen einfachen Weg gibt und wenn wir die Pille nehmen, ja, dann haben wir viele Probleme weniger. Wir wissen, dass die Pille ja auch häufig eingesetzt wird, das ist meine Erfahrung auch in der Praxis, um zum Beispiel eben Mädchen, die starke Periodenschmerzen haben oder die eine ganz unreine Haut haben, dass man ihnen sagt, nehmen Sie die Pille, dann haben Sie die Probleme weniger. Und so einfach ist es eben nicht, weil die Pille hat ja eine doch viel umfassendere Wirkung auf unseren gesamten Stoffwechsel. Und meine Erfahrung ist eben, dass wenn ich ja auch in unseren Klassen, wenn wir dieses Thema Ernährung Mann und Frau haben, dann frage ich in den Klassen unsere Studierenden, wer hat dann welche Erfahrung mit den Pillen gemacht? Und das ist immer wieder interessant, auf dieses Spektrum von Antworten und Erfahrungen zurückgreifen zu können. Und ich selber bin dann immer wieder dem nachgegangen und habe, ich habe es dir vorher erzählt, ganz früh, das war kurz nach meiner Ausbildung als Ernährungsberaterin 1988, habe ich am Universitätsspital Zürich eine Weiterbildung besucht und war ganz perplex, als uns dort eine Folie aufgezeigt wurde über die Wechselwirkung von verschiedenen Medikamenten auf den Vitaminhaushalt, auf die Vitamine im Körper. Waren nur die Vitamine, die Spurenelemente nicht. Und da ist mir aufgefallen, dass neben den Antibiotikas eben die Kontrazeptiva und zum Beispiel eben auch die Antidiabetika drauf waren, die eine umfassende Auswirkung haben auf die Vitamine. Und das hat mich so erstaunt, und damals gab es fast keine Studien und heute ist ja die Studienlage eigentlich sehr spannend und klar, dass sie aufzeigt, dass wenn wir die Pille nehmen, also übrigens alle die Kontrazeptiva und ich spreche hier eben auch von der Pille nachher in den Wechseljahren, dass es eine Wechselwirkung gibt der Kontrazeptiva, auch des Nuvarings, auch der Spirale, ja alle. Sie haben eine Auswirkung auf einige Vitamine und Mineralstoffe. Und eben auch auf, zum Beispiel auf die Schilddrüse, auf das Jod. Also es ist viel umfassender, als wir häufig glauben. Psyche, genau. Gefäße. Genau. Und dann ist eben das, dass das wiederum, wenn der Stoffwechsel eben sich verschiebt, dass eine zum Beispiel eine Auswirkung hat auf die Psyche. Und eben, wenn wir
Und wenn wir die Studierenden befragen, dann hören wir, dass sie sagen, ich habe selber bemerkt, dass ich aggressiver war oder dass ich depressiver war, dass ich mehr Stimmungsschwankungen habe. Es ist auch so, dass aber tatsächlich mit der Pille es Frauen gibt, die haben dann weniger Stimmungsschwankungen, aber sie sind wie tougher unterwegs. Also es ist so, wir Frauen werden in unserem Frausein, in diesen Kräften, die Hormone mit uns machen, stabilisiert in einer gewissen Art und Weise. Und damit werden wir natürlich anpassungsfähiger für unsere Arbeitswelt. Wir werden berechenbarer, aber das ist nicht mehr das, was wir sind. Und ich höre von den Studierenden dann häufig eben, dass sie merken, sie haben wieder das Gefühl, dass sie wie sich selber sind. Und wenn sie die Pille absetzen. Wenn sie die Pille absetzen, genau. Und übrigens ist es heute schon so, dass wir in der Schweiz sehr viele Junge haben, die Pille eben nicht mehr nehmen oder nur kurze Zeit nehmen. Also wir sind in der Zwischenzeit, höre ich von Gynäkologinnen und Gynäkologen, dass es viele Junge gibt, die einen Widerstand haben. Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Pille, ist mir ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass wir sagen sollten, man sollte nicht die Pille nehmen. Aber wenn wir die Pille nehmen, sollten wir aufklären, was es mit uns macht, vor allem eben im Zusammenhang mit den Mikronährstoffen und dem Stoffwechsel. Jetzt spricht man ja auch davon, dass gerade wenn man jetzt von Sensibilität, Hochsensibilität oder auch die Kinder, die jetzt ein neues Bewusstsein mitbringen, dass die vielleicht auch in einer ganz anderen Extremität auf diesen Hormonwechsel reagieren. Genau. Habe sogar ich selber mal festgestellt, wo ich dachte, ich probiere mal so einen Ring aus. Keine Chance. Nach 2 Tagen bin ich mit Panik aufgewacht. Ich muss das Ding raus. Was auch immer das macht, aber das kann nicht in Ordnung sein. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren, gerade durch die Erkenntnisse auch der Psychoneuroimmunologie, immer mehr Erkenntnisse und auch der Neurowissenschaft Erkenntnisse kriegen, wie stark die Hormone auf unsere Psyche einwirken. Und wenn ich neurosensitiv bin und ganz wach bin für alle diese Verschiebungen, natürlich, dann nehme ich die Pille und merke, oh, das macht mit mir und möchte sie dann eben vielleicht nicht mehr nehmen. Und eben, auf was kann das zurückgeführt werden? Auf die Hormone, die sich verschieben, aber eben auch auf die Vitamine und die Mineralien. Die Pille macht einen Magnesiummangel. Sie hat einen Einfluss auf das Magnesium. Und wir wissen, dass das Magnesium sehr wichtig ist, um mit Stress umzugehen. Die Pille hat einen Einfluss auf den Vitamin B-Komplex. Nicht nur auf die Folsäure. Wir wissen heute, dass wir präventiv, wenn wir Kinderwunsch haben und gerne schwanger werden möchten, dann kriegen wir heute Folsäure. Aber es ist nicht nur die Folsäure, es ist der ganze Vitamin B-Komplex und gerade das Vitamin B1 und B3 sind wichtige Vitamine, dass ich psychisch stabil bleibe, dass ich mit Stress umgehen kann. Und wenn ich B1 und B3-Mängel habe, dann bin ich suchtgefährdeter, instabiler, also ich habe mehr Depressionsneigung und wenn ich eben sehr sensibel bin, dann merke ich, das macht etwas mit mir. Und wenn wir die Pille nehmen, ja, dann haben wir einen Einfluss auf den B-Komplex und machen dort eher Mängel. Und wenn ich schaue, wo sind denn B1 und B3 drin, oder? Dann haben wir das B1 in Vollkornprodukten, in Schweinefleisch, das B3 auch in pflanzlichen, hochwertigen Stärkeprodukten. Aber das ist nicht das, was die Jungen immer regelmäßig essen. War das B12 nicht auch einfach diese ursprünglichen Bakterienstämme? Genau. Die durch alles Glyphosat und so dann gar nicht mehr da sind oder wir auch gar nicht mehr in der Möglichkeit sind, diese effizient aufzunehmen. Weißt, ist es damit getan, wenn man die Pille nimmt, dass man wirklich sich so ein
B-Komplex dann holt? Oder brauchst du einfach noch andere Prozesse im Körper, damit es überhaupt ankommt? Wir können einen B-Komplex nehmen. Es ist eine Realität, dass wir heute alleine schon dadurch, dass wir hochtouriger laufen, mehr Stresssituationen im System haben, auch einen erhöhten B-Bedarf haben. Nun machen wir ja sehr wenig Analysen. Wir untersuchen das B12 oder eben die Folsäure der B6, B1, B3 selten. Und wenn wir das messen, dann sehen wir schon auch, dass da Mängel da sind. Nun ja, wir können einen B-Komplex nehmen, aber dann ist es ja auch wieder so, dass eben ein einfacher B-Komplex in einer Form als Präparat aufgenommen wird, wo die Vitamine zuerst aktiviert, die müssen noch aktiviert werden. Mhm. Und für die Aktivierung der Vitamine B-Gruppe braucht es die Leber. Und darum ist es dann wichtig, wenn ich einen B-Komplex nehme, ja, kann ich nehmen. Ich könnte vorübergehend auch aktivierte B-Komplexe nehmen, aber wir haben vorher kurz darüber gesprochen, es nützt nichts, wenn wir alle Mikronährstoffpräparate auch immer noch mehr in einer uns zuträglichen Form nehmen. Wir geraten in ein Durcheinander. Mhm. Wir sollten eigentlich selber fähig sein, diese B zu aktivieren. Und dann müssen wir wieder die Leber ins Visier nehmen und da brauchen wir dann die Bitterstoffe, das Saure, das viele Grüne. Und dann können wir, und wir müssen den Säure-Basen-Haushalt überprüfen, darüber sprechen wir ja auch noch. Und dann kann ich diesen B Komplex auch aktivieren. Aber ich motiviere sehr, dass wir auch zurückgreifen auf gute Grundnahrungsmittel, dass wir etwas Hülsenfrüchte einbauen, dass wir die Nüsse einbauen oder dass wir mal ein fermentiertes Hefeprodukt zu uns nehmen. Mhm. Das wurde ja früher auch gemacht, dass wir fermentierte Hefe als Supplementation genommen haben, weil das auch gerade diese Aktivierungsprozesse unterstützt hat. Da könnte ich fermentierte Hefe, ja gut, Sauerkraut würde aber auch funktionieren. Das Fermentierte auf jeden Fall, allgemein die fermentierten Produkte. Und es gab ja früher dieses Senovis, oder? Diesen vegetarischen Pflanzenaufstrich, dieses salzige, das war ja fermentierte Hefe. Stimmt, okay. Und das hat man früher ja in der vegetarischen Ernährung genommen. Ja. Es gibt auch dieses Straat, das ein fermentiertes Produkt ist, das Hefe, dieses hefeartige Fermentierte beinhaltet. Und ich sage immer wieder, das sind so Dünger. Die man zu sich nehmen kann über die Nahrung, die dann helfen, dass wieder aktiviert werden kann. Also wenn jemand die Pille nimmt, dann wirklich einen B-Komplex dazu nehmen, aber die Leber aktivieren durch Bitterstoffe oder fermentierte Hefe, saure. Ja. Und das Magnesium-Thema, da gibt's ja auch so viel. Ja, genau. Das ist ja nachher das Problem. Man hört so viel. Der eine sagt, ja, du brauchst auf jeden Fall ein Zitrat. Das ist verfügbar. Der andere sagt, naja, trinken bringt gar nichts. Der dritte aufsprühen. Der vierte sagt, naja, sprühen ist Geldmacherei. Also das ist wieder so ein Brrrt. Ich glaube, es zeigt sich ja, dass Präparate, die eine Mischform von Magnesium haben, grundsätzlich gute Erfahrungen bringen, nicht nur das eine oder andere. Es kommt eben darauf an, wo brauchen wir das Magnesium? Und darum brauchen wir verschiedene Magnesiumverbindungen. Und es zeigt sich, dass das Aufsprühen oder das über die Haut aufnehmen, auch in öliger Form, doch ja auch gute Erfahrungen zeigt. In öliger Form. Oder auch das Aufsprühen. Hier kommt die Studiendatenlage ja immer mehr jetzt auch zu Erkenntnissen, doch das greift. Aber auch hier wieder könnten wir auf die Nahrung zurückgreifen. Natürlich haben unsere grünen Gemüse und unsere grünen Kräuter weniger, als sie früher hatten. Unsere Böden verarmen, ja, das ist eine Realität. Aber doch ist es so, wenn ich jeden Tag viel auch Grünes einbaue, wir sprechen ja auch noch über Gewürze und Kräuter. Ich meine, es gibt Länder, da isst man wirklich viel. Ich
spreche immer wieder darüber, diesen blättrigen diese blättrige Petersilie als Salat. Mhm. Da isst man so viel von dem. Und da nimmst du natürlich wirklich auch viel mehr Magnesium und günstige Magnesium-Calcium-Verbindungen auf. Oder wenn du jetzt im Frühling in die Natur gehst und die Wildkräuter holst. Das ist spannend, wie die Wildkräuter ein günstiges Magnesium- und Calciumverhältnis haben. Und die Wildkräuter sind eben dem Wetter, dem Wind viel mehr ausgeliefert. Da hast du noch eine andere Kraft drin. Darum, um Magnesium abzudecken, sage ich immer wieder, du brauchst viel Grünes, natürlich Grünes. Im Wissen, dass es nicht mehr das Gleiche ist wie vor 20 Jahren, aber du kannst deinen Magnesiumbedarf abdecken, wenn du viel auf solche Grundnahrungsmittel zurückgreifst. Und dann noch vielleicht supplementierst, aber bitte nicht jeden Tag in weiß nicht was für Mengen Magnesium zu sich nehmen. Wenn wir jetzt wirklich Zuschauer haben, die sagen, ich will die Pille an sich gar nicht nehmen, ja, aber ich habe so viel Probleme, wo mir nur die Pille als Lösung vorgeschlagen wird, dann wäre es vielleicht nochmal spannend, wenn wir so diese Thematik, wenn jetzt jemand wirklich starke Regelschmerzen hat oder starke Blutungen, da stimmt ja auch was mit der, in den Themen auflösen, geht man dann eher so in dieses Thema Weiblichkeit wieder annehmen. Ja, wo geht man in Widerstand mit dem Frausein vielleicht auch? Auf der Ebene gibt's da aus der ganzheitlichen Perspektive auch nochmal Kräuter, ja, Gewürze, weißt du, wo einfach auch diese Verbindung wieder... Ja, das ist ein schönes Thema. Es gibt ja in der alten Heilkunde diesen Satz oder diese Aussage, dass eigentlich die Periode keine Schmerzen machen dürfte. Mhm. Und dass es hier wirklich um ein komplexes Thema, auch um diese Urweiblichkeit geht. Und darum habe ich vorher auch gesagt, mit der Pille regulieren wir die Frau, das heißt, wir steuern sie eigentlich in ein Wesen hinein, das der Gesellschaft entspricht. Und die Urfrauen, oder? Es gibt diesen Begriff Weib. Mhm. Und der umschreibt das so schön. Die Urfrauen, die Urweiber waren unberechenbar, wild. Gerade, ich sage immer wieder, Frauen, die viel Östrogen in sich haben, die viel Testosteron in sich haben, das sind diese Frauen, die haben einfach ganz viel Kraft. Naja, da ist etwas Unberechenbares drin. Und wenn Frauen starke Blutungen haben, auch das ist ja eine Urkraft in den Frauen. Und dieses Unberechenbare der Psyche, wir müssen lernen, damit umzugehen. Nun, wenn wir da eben den Säure-Basen-Haushalt ausgleichen, wenn wir da die Leber regulieren, und dann wird das Weibliche auch schon sanfter. Und darum finde ich es wichtig, immer wieder entgiftende Maßnahmen, entgiftende Kräuter, liebevolle, sanfte Frauenkräuter. Und hier haben wir die Schafgarbe. Mhm. Die Schafgarbe gehört in die Küche als Küchenkraut. Den Frauenmantel, oder? Wir können das als Tee, wir können es als Tinkturen, wir können das als Spagyrik zu uns nehmen. Aber eben, wir können die Schafgarbe einbauen, wir können Leberpflanzen wieder mit einbauen, wir können den Frauen, die Frauen motivieren, mit Spannungen, mit Schmerzen liebevoll mit sich umzugehen, Basenbäder zu machen, in der Natur spazieren zu gehen, liebevolle Spiritus unterstützende Gewürze und Kräuter einzusetzen, die das Liebevolle in sich, sei es der Vanille, sei es übrigens die Rosen, oder? Rosen als aromatische Verbindungen, als ätherisches Öl, ein Rosenmark, um zu würzen, in der Küche einzusetzen, da haben wir dieses fein sanfte, und je liebevoller die Frauen mit sich umgehen, desto mehr können sie auch mit diesen Kräften umgehen, die sie haben. Auch dieses falsche Bild, was uns vermittelt wurde, was Periode, oh, ja, so ein Scheiß, und jetzt, ja, habe ich es schon wieder, das
dass es aber uns beim Entgiften hilft und dieses Verbindung eigentlich zur Mutter Erde, die ganzen Urvölker, die dann eigentlich da auch nochmal ganz spannende Rituale machen, die für uns vielleicht gar nicht so nachvollziehbar sind, aber die diese Verbindung zur Mutter Erde wieder schaffen. Und das hatten wir ja alles. Ja. Und ich glaube, ein Aspekt in uns erinnert sich auch daran. Genau. Ich sage im Unterricht den Studierenden häufig, dass die Frage in der Anamnese, wie geht es mit dem Zyklus? Ist der Zyklus regelmäßig, unregelmäßig? Ist die Blutung stark? Mhm. Ist sie schwach? Da kriege ich so viele Informationen über den Stoffwechsel und das Wesen der Frau. Das habe ich nicht, wenn sie die Pille nehmen. Mhm. Und darum unterstütze ich auch gerade, dass wir damit umgehen, damit den Mädchen und den Frauen heute dieses Bild vermitteln, dass es eben etwas Positives ist. Eben, ich entgifte. Ich entgifte jeden Monat mit der Periode. Und wenn ich eben Fetzen im Blut habe, diese Coagulos, dann weiß ich, ja, die Frau ist in einer stärkeren Entgiftung, die Leber arbeitet und dann freue ich mich darüber, weil ich weiß, ich kann die Entgiftung unterstützen. Und wenn eine Frau mir dann sagt, ja, ich habe Fetzen im Blut oder man hat ein Myom entdeckt, dann weiß ich, ja, genau, man sagt, das Myom ist eine zweite Leber. Ja, genau, dann müssen wir diese und können wir diese Leberentgiftung unterstützen. Und da setzen wir wieder das Bitte rein. Wir verändern die Nahrung, dass es weniger Säurebelastung gibt. Also wir können den Frauen vermitteln, dass die Periode etwas unglaublich Wertvolles ist, weil sie uns sagt, wo wir stehen mit uns. Mhm. Und da bin ich auch der Meinung, aber da gibt es übrigens heute auch ganz spannende Möglichkeiten. Unsere Tochter hatte schon in der Schule einen Kurs. Da gab es Kurse über dieses Thema Periode, Hormone und Frau, das gab es schon in der Mittelstufe. Und da habe ich mich total gefreut darüber, dass man heute auch diese Bestrebungen hat, den Mädchen wieder dieses Positive beizubringen. Und das löst natürlich aus, dass sie dann eben etwas kritischer sind, vielleicht mit der Pille. Und noch einmal, wenn aber ein Mädchen starke unreine Haut hat und starke Regelblutungen und sagt, ich nehme darum die Pille, sage ich, ja, wir können parallel trotzdem den Stoffwechsel unterstützen, die Ernährung anpassen und sage ich, okay, aufpassen mit Genussmitteln, antientzündlich essen, Leber unterstützen, da können wir parallel arbeiten und die Pille kann genommen werden, wir können auch supplementieren und vielleicht kann man die Pille dann nachher wieder mit der Zeit wegnehmen und der Stoffwechsel ist reguliert. Mhm. Ja, gut, für viele ist natürlich auch so ein Sicherheitsaspekt, was Verhütungsthematik angeht, weil so eine richtig tolle Lösung gibt's ja nicht für die Frauen. Also es gibt heute verschiedene Lösungen, aber es ist die einfachste Lösung, oder? Es ist immer noch so, dass die Temperaturmessung heute doch auch fortgeschritten ist. Es gibt viele Junge, die auf diesen Weg nehmen. Und ich glaube, es muss jeder Familie und jeder jungen Frau selber überlassen sein, dass sie für sich entscheidet. Mhm. Und darum noch einmal, wenn eine junge Frau die Pille nimmt, finde ich völlig okay. Aber wir sollten sie aufklären, was die Pille mit ihr macht. Und dass sie dann eben Möglichkeiten hat, ihren Stoffwechsel zu unterstützen neben der Pille. Dass wenn sie plötzlich depressiver wird oder eben eine Schilddrüsenstörung anfängt zu entwickeln, dass wir merken, okay, hier müssen wir den Stoffwechsel auch unterstützen. Ja, so herausfordernd immer, gell, mit was wir hier alles regulieren dürfen und in Einklang bringen. Aber ja, umso schöner, dass wirklich die jungen Menschen jetzt sagen, wir finden einen anderen Weg. Ja, ja. Dieses alte Wissen ja jetzt wieder vielleicht doch, wie Temperatur und Kräuter und Regulierungsprozesse in Vordergrund wieder rücken. Ja, und wir haben schon einen Teil. Ich habe ja selber eine Tochter gerade so in diesem Alter und in ihrem Umfeld. Wir diskutieren viel zu Hause. Mhm. Und es ist so, wir haben einen Teil von Jungen, die sagen, ich suche andere Wege. Und wir haben einen Teil der Jungen, die sagen, nein, ich möchte den einfachsten Weg. Soll alle machen können, was sie möchten. Sie sollen einfach aufgeklärt werden. Ja, super.
Vielen lieben Dank. Wenn man doch sich ein bisschen informieren möchte oder vielleicht auch Kollegen, weißt du, eine Fortbildung oder so, gibt es da, dass man da sich ein bisschen Material... Ich glaube, es gibt diese immer noch diese Heide Fischer, oder? Für mich ist sie immer noch die Ärztin, die ja auch schon pensioniert ist, aber die als Frauenärztin ganz früh angefangen hat, aufzuzeigen, wie viele Pflanzen es gibt und was man da alles machen kann. Und an der NHK haben wir auch immer wieder Weiterbildungen für Therapeuten, aber auch für Laien rund um diese Themen. Mhm. Und es gibt inzwischen auch viele Heilpraktikerinnen und die oder auch Ernährungsfachleute, die sich spezialisiert haben auf Frauenheilkunde. Und wenn man zu so jemandem geht, dann denke ich mir, hat man eine Person an der Seite, die einem aufklären kann, diesen Weg zu gehen. Super. Vielen lieben Dank, Sibylle. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht und freue mich natürlich noch auf weitere Interviews mit dir. Wir haben noch so ein paar Ideen. Und ja, bis bald. Dankeschön. Danke, Corinna, dir herzlich. Liebe Zuschauer, ja, super interessantes Thema, vor allen Dingen, wie man den Körper in die Selbstregulation bringt, ob man sich für die Pille oder gegen die Pille entscheidet. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen und ich wünsche Ihnen viel Freude. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis bald und tschüss.